Motivationsstimme. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Let's go! Das Böse lauert hinter dieser Tür, Illumine Patri, Equili, Expiritu Santi. Ich komme mit Gottes Segen! Und bin stepper, dass ich die Tür aufkriege. Sakra, hinten sitzt der da in der Unterflak oder bin ich so fett? Depper, da bin ich so fett oder bist du so blöd? Warum huckst denn du in der Untergatti da? Und sie rennt dann auch mit dir! Das Bier ist reines Gift! Gib mir noch eins. Ein Wahnsinn, da, wenn ich noch eins auch, huckst du dann auch locker da? Aber er tut sich nicht viel an. Darf ich mir jetzt angreifen, da lass mich mal riechen. Riecht er gut? Alter, auch schon lange nicht mehr gewaschen, das Aquarium zwischen deine Füße, Alter. Eins geht noch, Pepe, komm. Tu nicht so. Sammeln gehen, da, zweieinhalb Apfel. Wer hat denn den? Okay, fährst du mit einem offenen Tier. Die Strafe zahlst du aber selber. Du Schneebrunzer und du auch. Ja. Alter, ziehst du ein bisschen Hosen an, wenn du ins Casino gehst? Der kommt mit der Unterflak daher, Alter. Das ist ein Casino und kein Irrenanstalt. Ich brauche einen Türsteher, eindeutig. Das kannst du keinen zumuten. Alter, das ist schon wieder so ein richtiger, Alter, das ist so ein Fetzenmarkt-Pepe, Alter. So, der was meint, jeden Euro rauszuzwicken müssen. Der kleine Tucker. Toller, Entschuldigung. Willst du mir jetzt schön haben? 139, ich sag 135, jetzt willst du 100. Oh, ich hau dir die Zehen aus. Und los mit dir! Das ist Müll! Du willst loswerden! Ihr glaubt's auch alle, ich hab nichts Besseres zum Tor! Was ist ein Schlapfen? Schlag die aus! Was, Betrüger? Schrei nicht so deppert, du dumme Sau! Hat dir keine Augen geschafft, dass du den Automaten zinkst? Du Geburt, du Lauf schneller oder ich schieß über den Haufen! Nicht so, wo? Schau. Geht eh. Geht nicht. Du, sammeln gehen, du gehst da her, weil die Baustelle, super, danke, danke, hey! Ich bin hinten drin, du Arsch! Aber dann im Garten Eden, wo jeder darf mit jedem, wo dann alles ist erlaubt, ja, da küsse ich dich bis gleich so starr. Aber dann, da ist was. Das glaubt dir ja keiner, Alter. Ein hinige Rotz streut mehr Freude an ihren Job aus wie die zwei. Schaut euch das an, Alter. Die Gebrüder. Wie kann man so dreischauen und rasiert einmal deine Faxen im Gesicht, Alter? Das kannst du ja nicht machen. Wenn da Leute einer kommen, einen Müll vorbeibringen, die glauben, ich unterhalte da jedes. Ihr kleinen Chewbaccas für Arme, dort's was für euer Geld. So, Leidels, verpisst euch bitte schon wieder. Ich möchte zutrauen. Steve, du bist mein Türsteher, nicht Eckelsteher. Du sollst an der Tür stehen und schauen, dass die Leute nichts flattern und nicht eine halbe Stunde in die Ecken schauen, du Blitzbären. Der Typ ist ein F***-Fehler, wie er leibt und lebt. Ihr schmeißt mehr an wie ihr geschüttelten Wabler, als wie was ihr auf das Bandl rammt. Was tun die Wasen da rüben? Trautl, Alter. Ich hoffe, dass ich für euch zwar eine Förderung vom Staat kriege, weil da jetzt was der Unterlinge, echt, das ist ja nicht normal. Schau, so geht das. Polizei! Bitte helfen Sie mir! Ich bin in Gefahr! Ich bin gerade eingeschickt. Mich blöd die ganze Zeit. Keiner schaut nach, was da passiert. Passt schon. So, du gehst auch gleich, Abflug. Du, sammeln gehen, ich muss einmal die Großen. Die Großen sollen alle sehen machen, da. Und mein Zweierer, sammeln gehen, da. Was ist denn euer Problem? Schau ich aus wie eine kühle Figur! Immer ein Chef zusammenführen oder was? Zahle ich euch nicht gut genug? Ja rein, du dumme Se- ah, jetzt hast du es geschnallt! Na lauf ihr noch! Na lauf! Ja komm, Steve! Ja hol's! Hol's! Ja schnapp sie da! Ja lauf aber ein ganz schneller, aber du bist nur im Schädel größer! Und solltest durchtrainiert sein! Du kaufst mir 800 Dollar am Tag! Und bist für nix! Das Böse näherte sich. Ich bin gekommen, um dir meine Beichte abzunehmen! Stirb! Stirb! Du sollst in der ewigen Hölle schmoren! Und natürlich auch dein Bruder! Dieses verschissene Bruder! Stirb, du Ausgeburt der Hölle! Verrecke!
Im Namen von Patrick, Felix, Spiritus Sancti. Gibt Besseres, Madame, gell? Wollte ich auch mal gesagt haben, gell? Das nächste Mal strengst du dir ein bisschen mehr an beim Telefonieren. Und klatsch die ganze Zeit mit deinen Gichtpriegeln auf einmal und mit deinem eigenartigen Handgelenk auf der Tastatur herum, du blödes Schnepfen! Die kostet mehr Geld als dein Gehalt und du bist nicht so wichtig wie dein Utensil! Schaut sich ein Handgelenk an, Alter. Und kauf dir mal ein Hemd, das was nicht lockert ist, ich sehe deine Ölbahn, du Schlapfen! Ah, es fängt schon gut aus, Spiel. Die gefreut sich, ja, das ist schlecht, dass sie sich gefreut. Kann ich mir da irgendwo keinen Hammer nehmen oder sowas? Kann ich ihr, wenn sie zu viel Gewinn hat, bewusstlos schlagen und sie dann mit betonierten Socken da, wenn ich schon so gut positioniert bin, einfach da reinschupfen? Weißt du, damit sie nicht mit Gewinn haben geht, weil eigentlich geht es ja darum, dass die Bank gewinnt. So, wie schauen wir aus? Ihr zwei habt jetzt 8 Stunden lang da braucht und der LKW ist nicht einmal noch halbwegs leer. Was tat's denn ihr, wenn ich die Augen zu hab? Wenn ihr mit einem Schnarchen hört, legt sich dann in den Müll rein? Oder was ist denn los? Ich hau dir die Tür am Schädel. Ja, ey, verpiss dich. Sag einmal, wenn du nicht zufällig $3,000 gefressen hast und in Münzenform auskacken wirst, dann hast du da drin nichts zum Suchen. Du auch nicht! $1, ey, du kommst wegen 1 Dollar. Mutti, wegen 1 Dollar gehst jetzt noch zur Kasse. Wegen 1 Dollar da kriegst du 5, weil du mir leid tust. Schleich dich! Aber hurtig! Ich meine, wie viel willst du ihn blamieren? Geht wegen 1 Dollar noch her, Alter. Den schmeiß ich da irgendwo rein und fertig. Was ist denn mit meinen Müllpäppis? Du geile Butterblume, du Schöne! Ihr kleinen Schneebrunzer, ihr 7 Zwerge, wo nur 6 waren. Jedes Mal, wenn ich jetzt zurückkomme, liegt der Müll mitten am Platz. Hat euch irgendwer ins Hirn und vergessen zum Abi lassen? Was ist denn das für Arbeitsmoral? Ihr armen Schneebrunzer, ihr das kann's ja nicht sein! Ich komm her, Hackler's einziger den ganzen Tag, ihr macht euch ein Leid, du hast Nasenbahn und Waugerzöhn und dann lasst ihr einmal in den Müll aufs Förderbandel, sondern schmeißt ihn mitten am Parkplatz! Mit dir los, Pepe, erstens einmal schneid er deine Raster an, du repräsentierst da das Casino-Depperter. Und das, was du da oberarm schimpfst, Alter, mein der Büller baut wie dein Oberarm. Was ist denn das da für ein Knick, Alter? Du sollst der Kapitän in deine Muskeln spritzen. Geh trainieren, Depper da! Was hast denn du für Augengriffel? Und so was da hier Security ein? Steve, du kleine für die Milchschnitten, Alter! Mein Pimpel hat mehr Schmalz wie du! Sind die alle aufs oder was? Hands up, then we gonna drop. Then we gonna drop.